Hey, ich bin Laura. Und ich bin Toni. Und wir erklären dir heute alles, was du zum Bachelor of Science Sportwissenschaft mit dem Profil Gesundheitsförderung wissen musst. Zum Sportstudium gehört natürlich erstmal eins: Sport lernen und Sport machen. Zu den Individualsportarten Leichtathletik, Schwimmen, Gymnastik und Tanz sowie Gerätturnen belegst du noch Wahlsportarten. Zum Beispiel Tennis, Klettern, Golfen, Rudern, Trampolin und vieles, vieles mehr. Oder du nimmst an einer Exkursion teil, zum Beispiel ins Surfcamp nach Frankreich oder zum Skifahren nach Österreich. Im Mannschaftssport spielst du Handball, Fußball, Volleyball oder Basketball und kannst zusätzlich zum Beispiel Streetball oder Beachvolleyball wählen. Die Kurse starten immer bei einem Niveau für EinsteigerInnen und in der großen Community von Sportstudierenden unterstützen sich natürlich auch alle gegenseitig. Auch auf der wissenschaftlichen Ebene bekommst du im Studium eine breite Ausbildung. Bewegungs- und Trainingswissenschaft, Anatomie, aber auch Sportpsychologie, Soziologie und Pädagogik. Praktisch darfst du dich aber auch auf organisatorischer Ebene ausprobieren. Zum Beispiel bei der Umsetzung eines echten Sportevents, wie einer deutschen Hochschulmeisterschaft oder dem internationalen Sportmanagement Game mit Teams verschiedener Hochschulen. Im Profilbereich Gesundheitsförderung geht es vor allem um die Themen Sporttherapie, Trainingstherapie, Gesundheitsmanagement und Fitness. Du lernst das Gesundheitssystem kennen, kannst dich aber auch praktisch ausprobieren, zum Beispiel beim Faszientraining, der Rückenschule oder verschiedenen Gesundheitssportarten. Im Studium selbst hast du die Möglichkeit, C-Lizenzen als Trainerin in Fitness und Gesundheit, in Bewegungstherapie oder Rehabilitationssport zu erwerben. Einblicke in die Berufspraxis sammelst du bei einem dreimonatigen Praktikum, zum Beispiel in der Reha oder Sporttherapie. Im Ergänzungsbereich Sportmedizin hospitierst du an der Universitätsklinik Tübingen in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Trainingstherapie. Dazu kommen Kurse wie Anatomie, Sportmess- und Diagnoseverfahren oder Orthopädie, die extra für die Studierenden des Fachs konzipiert sind. Zum Studium gehören dann noch die sogenannten überfachlichen Kompetenzen, also Kurse, die du aus dem großen Angebot der Uni wählen kannst. Ganz nach deinem Interessen hast du hier die Möglichkeit, eine Fremdsprache zu lernen, Zeichenkurse oder ein Bewerbungstraining zu machen. In Tübingen studierst du in einer schönen Universitätsstadt mit rund 28.000 Studierenden. Das Institut liegt zentral und alle Lehrräume und Sportanlagen sind zu Fuß erreichbar. Dein Studienfach ist abwechslungsreich und hat einen großen praktischen Anteil. Beim Sportmachen kannst du Neues ausprobieren, die kostenlose Ausrüstung und das große Lehrangebot der Uni nutzen und selbstverständlich auch neue Leute kennenlernen. Du hast engen und persönlichen Kontakt zum Lehrpersonal und den rund 30 anderen Studierenden in deinem Profibereich. Einblicke in die Berufspraxis erhältst du an der Uniklinik Tübingen und die verschiedenen Lizenzen, die du während des Studiums erwerben kannst, sind gute Basis für den Start in den Beruf. Du erhältst eine breite Ausbildung, die dir viele und gute Chancen nach deinem Abschluss ermöglicht. Zum Beispiel beim Masterstudium oder im Bereich Prävention. Zum Beispiel bei einer Krankenkasse oder in Reha und Sporttherapie mit PatientInnen nach Verletzungen oder Erkrankungen. Du hast Lust auf das Studium bekommen? Na dann bewirb dich jetzt einfach im Campusportal Alma und Hochschulstadt. Mehr Infos findest du auf unserer Website und unter diesem Video.